Und es geht wieder weiter mit Let's Play Xenogears. Ich bin es heute mit Muffix. Meine kleinen Mecha-Piloten und die, die es noch werden wollen. Wir sind hier gerade in einer gar nicht mal so netten Höhle mit vielen fiesen Gegnern. Beim letzten Mal, Bart, steht übrigens der Name da. Stand es davor schon? Ich hab's ja ignoriert. Da habe ich es ignoriert. Zumindest beim letzten Mal sind wir entkommen aus der Gefangenschaft, da hier die Sandpiraten hier uns angegriffen haben unter der Führung eben von Bart. Wir sind aber hier durch den Treibsand in eine Höhle gefallen und müssen uns nun zusammen mit unserem Feind eigentlich hier, Bart, hier wieder befreien. Ich habe echt ignoriert, dass er sich vorgestellt hat. Would I have thought there would be someone living in a place like this? Let's check it out. Ah, cool. Im Treibsand lebt einer, das ist aber schön. Naja, wir fighten aktuell hier mit unseren schönen Mechs. Schlagen wir uns hier durch. Mir würde es ja trotzdem sehr interessieren, wenn ich jetzt einfach aus meinem Mech aussteige, ob ich hier eine Chance gegen habe oder ob die mich einfach malträtieren würden. Ich denke, es wird schon seinen Grund haben, wieso es mir den Mecker hier gleich gibt. So, keine Kiste. Irgendwas Cooles kann es hier doch noch geben. Ich brauche coole Items. Erstmal ein Speierpunkt, das ist schon mal schön. Also, Gear, Abilities, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, aber erstmal ein Speierpunkt. Denn in der Höhle ist jetzt gar nicht mehr so nice, Mann. Ich sage, ich freue mich so auf die ersten Gegner, die uns viel klauen. Das ist so nice, Mann. Das wäre so nice. Es ist auch nett also, ich meine, es ist halt bei Elternspielen so, dass halt Tutorials halt nicht, man nicht überrannt wird mit Tutorials, aber zumindest halt halbwegs, was erklärt wird. Das Kampfsystem wurde erklärt, alles wurde erklärt, aber die Mechs wurden kein Stück erklärt, Mann. Da gibt es gar kein Tutorial, gar nichts, was mit Fuel und so ist. Wir sind dann einfach eingestiegen und haben einfach alles blank gemacht. Ich wollte nur das Haus reingehen. Was habe ich denn schon wieder angestellt? Okay. Dann. Drauf. Ten Robo. Wir haben einfach gegen Schiemann getreten, Mann. Und schon wieder. Ich weiß immer noch nicht, über was diese Roboter überhaupt sind. Das hat echt nicht gelangt, Mann. Okay. Das langt aber jetzt. Für den. Er macht noch mehr Schaden als wir, habe ich das Gefühl. Ja, klar. Er wollte uns treten, ist ausgerutscht und ist explodiert, Mann. Das ist der beste Feind aller Zeiten. So, ein schönes Level up. Passt. Ja, so nice, Mann. So nice, Mann. Also, wenn es dir nun erlaubt ist, darf ich rein. Hier leben Menschen. Unterhalb des Treibsandes. Hey, Faye, this is a surprise. There's someone living in this place. It's been a while, but I thought I could hear the sound of gears. I assumed they were yours. Well, anyway, come on back in here and make yourself at home. Naja, heimelig, oder? It's been long time since my last visitor. What happened? Did you fall from the surface? I guess that's it. I see. That's too bad. I can tell from the sound that you are both right good gears. But the legs seem to be playing up a bit. Woher kennt er sich so mit Gears aus, wenn er hier im Treibsand wohnt? You mean you can tell what's wrong just by sound of the footsteps? Haha. It's easy to know what's wrong with the gears by the sound they make. My guess is that one of them needs a new hydromanic pipe in their joints. It's making a nasty sound. It must be hard to walk with, too. Oh, by the way, the name's Balthasar, but you can call me Allmon Ball. Oh, yeah. So it looks like we've got a real fanatic here, huh? What's an odd man like you doing in a place like this? I guess you can call me a foe seeker or a collector of things. There's much to be found lying around in the here stalactic cavern. A collector, huh? Sounds interesting. The things on the shelf, are they some of the stuff you have found? You mean the fossa is there one of the things I collect? Feel free to have a look at them. Around here you can dig up ancient machines along with human and enemy fossils. Notice anything particular on those your shelves?
They go from oldest to the left to newest to the right. Are you an archaeologist or something, old man? Sind es menschliche Köpfe? Wenn ja, dann der obere Kopf sieht nicht ganz menschlich aus. I don't quite see what you're talking about. They just look like a bunch of old bones to me, Faye. What do you think? Let me see. First, there are no human bones up to here. Then from here on over, does he write something is slightly different, I guess. Yes, from a certain point in time, so human fossils suddenly no longer appear. That point is roughly 10,000 years ago. What does that mean? Don't ask me, I don't know for sure. But my guess is there were no humans on this planet before then. At least it appears so. How could it be? What about all that talk about evolution? You mean the theory of evolution as fought by Ethos, right? You can trust it. Red Eye believe in them old legends and myths. Legends? Myths? Haven't you heard of this story? They say that humans and God live together in the paradise in the sky. If God's protection, there was no fear of death and natural disasters were entirely unknown. Then one day the humans ate the forbidden fruit, which gave them incredible wisdom. But God drove mankind from the paradise for the sin. Das ist natürlich aus der Bibel die bekannte Geschichte von Adam und Eva. Bitter having been driven out of paradise, humans used the wisdom they gained to make giants. With these giants, they planned to challenge God himself, but God poured his wrath down on them. All of the fight God were destroyed, but God himself did not escape unharmed. Taking paradise with him, the wounded God buried himself deep beneath the ocean to sleep for eons. Before going to sleep, God used his remaining power to create right-hearted humans to live on this planet. These people are said to be our ancestors. Well, anyway, I stop my rambling now. Im Endeffekt die Geschichte von Adam und Eva, wie die Menschen aus dem Paradies geschmissen wurden, doch im, wo sie sich normalerweise eben dann ihr eigenes Leben aufgebaut haben, war das hier so, dass sie in das Paradies wieder zurück wollten und das mit Gewalt genommen haben. Garth hat ja im Endeffekt gesagt, er möchte Gott töten. Und auf der anderen Seite haben wir hier schon in den Erinnerungen hier von unserem Doktor gesehen, dass er, dass also Gottes Auferstehung und das Paradies wieder erreicht werden muss. Es ist alles so kryptisch. By the way, das ist KFF. An exit. There is an exit in the excavation site beyond the sand barrier. You can get outside through there. Sand barrier? You mean that huge wall you can see from your entrance? Yes, that's it. On the other side is an old AF excavation site. They built the wall when AF was excavating here to keep the sand from falling in from above. But they stopped work there now. So, how do we open such a huge thing like that? If it's a wall, you can probably break it down. Hold your horses. They're young guns. You, no matter how good your gear you have, you'll never break that wall down. It's much too strong. So, let's make a deal. A deal? The wall is closed to the reaction of these sound sensors. Thanks to that, and now I can't get through to the other side either. Maybe it happened when you two fell in here. Were you boys fighting up there or something? You seem to be able to tell everything. Anyway, so what can we do about it? It's very simple. You just have to turn off the sound sensor switches. Doing that will keep the barrier from closing again. While you two are doing that, I'll open it up. Right, got it. The sensors are in two places. You should see their flashing red lights. Well, good luck then. Let's go, Bart. Oh, before you go, I can share some parts and fuel with you. Just talk to me whenever you need something, right? Thanks, old man. Well, we go and finish our part on the deal then. Das hört sich nett an. Ja, or do you have something else you want me to ask? Where are the sensors? Das hört sich erstmal eine gute Frage an. Can you tell me? One is up on the rock ledge above the boulder in the Great Hall. You can find it by climbing the terrace stones out there and heading into the passage on the northeast wall.
The other sensor is on the road from which you can see the waterfalls. You can get it by going northwest. Hä? Ich dachte... Ja, okay, ich weiß, aber ich dachte ehrlich gesagt, die große Halle wäre jetzt da, wo wir waren. Redet immer so kryptisch, Mann. Aber Gear Functions. Our gear strength changes with the parts equipped on how the pilot handles it. First, let's talk about the engine. With a good engine, your attack power and fuel capacity go up. AP depends on the frame and defensibility on the armors equipped. Here's a tip for you when your fuel is low. Use charge to replenish it a little as you defend yourself. When you're fighting a strong enemy, use booster to increase your mobility and power. If you use booster too much through, your fuel will run out. So think carefully and try to fight your own style of fighting. Es hört ja alles so komplex an. Gut, also, got any parts to sell? Also, for gears, for character use. Machen wir erstmal hier for gears. Change the engine is a good idea. Also, wir könnten zwar ihn hier upgraden, aber das interessiert mich natürlich nicht. Buy. Na, tune up. Engine. Ich sehe ja nicht mal, was das besser macht, oder? 1200 Fuel. Achso, das ist nur, dass wir repariert werden. Ja, das können wir machen. Okay, passt. Also. Ich stütze einfach mal mein. Das wird aber eine teure Angelegenheit. Hoi, 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 hoi. Und das kann ich mir eh alles nicht kaufen. Aber eigentlich nicht, weil ich zu wenig Geld habe. Seltsam. Ist das... Ich check das nicht, Mann. Das habe ich equipped. Also das ist wahrscheinlich besser als das da. Aber ich sehe da keinen Unterschied von den Stats. Das ist das, was mich so kirregrab macht. Also Frame haben wir alles gekauft und Armor. Haben wir soweit gekauft. Gut. Also ich denke mal, wir werden Brigade noch ein bisschen länger brauchen. Deswegen, also, wäre es nicht schlecht. Oder warte mal. Was können wir hier noch kaufen? Weapons. Schön. Parts. Das habe ich aber schon ausgerüstet. Jetzt... No? 5. Ich kaufe jetzt einfach mal 1, oder? Hey, warte mal. Ich bin gerade überfordert. Okay, das habe ich schon gekauft. Naja, ich dachte, ich muss jetzt immer erstmal nach links drücken, um mir was eher aufzubauen. Also, okay. Frame. Hier. Gut, da muss ich X drücken, beim anderen muss ich immer nur noch 1 drücken. Okay, zack. Und Fuel auftanken. Gut, dann haben wir das. Ja, komm, bitte. Es wäre so schön, wenn man die Dialoge hier ein bisschen skippen könnte. So, und müssen wir mal im Menü schauen. Got any parts. Und dann schauen wir mal, ob es Ausrüstung für uns gibt, für Character Use. Bye. Was hast du hier so schönes? Aquasol, Omega-Soul. Tabletant, Full Resort. Full. Davon kaufe ich mir jetzt mal 10 Stück. Und davon mal 4. Oh, das ist schon viel. Aber, na okay, kaufen wir davon mal 2. Zack. Also, das ist jetzt cool, weil das ist ein Item, was komplett unser Leben und MP, also außerhalb von Kämpfen, auffüllt. Aber das könnte uns sehr, sehr hilfreich noch sein, wenn wir das dann gescheit nutzen. Gut, würde ich mal sagen, steigen wir erstmal wieder in unseren Gear ein, speichern nochmal kurz und dann begeben wir uns hier weiter auf die Suche. Also, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil er hat ja gesagt, in der Great Hall, also in der großen Halle,
Und ich dachte, ich gesagt, die große Halle ist da, wo die Wasserfälle sind. Aber er hat ja dann gesagt, da, wo die Wasserfälle ist, ist das andere. Also ich denke, da oben ist ja noch ein Gang und da wird dann wahrscheinlich der zweite Motor sein. Also, speichern wir. Und dann wird das schon irgendwie schief gehen. Also, sind wir ready? Jo, Leute, jetzt sind wir richtig überpowered, Mann. 1000 neue Ausrüstungsgegenstände. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Beziehungsweise nicht. Und dann schauen wir mal. Aber mir gefällt, also wie gesagt, ich sage immer wieder, ich finde das so cool, wie kryptisch das hier alles ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, wir haben jetzt 800 Leben und 2700. Das ist cool, Mann. So, zwei Viereckattacken lang und bei den anderen... Ja, unsere neuen Teile, die schlagen schon rein, Mann. Ganz ehrlich, Mann. Würdet ihr euch, wenn ihr so ein kleiner Bimpf seid, euch gegen solche Meckerviecher anlegen? Ich nicht. Aber wichtig ist, man kann Fuel auch so regenerieren. Also, das habe ich nämlich nicht verstanden, was es jetzt ist, wenn ich mein Fuel leer ist. Also, im Endeffekt bin ich Game Over. Diese Gegner sind zum Beispiel im Endeffekt eine gute Möglichkeit, um ihr Fuel zu regenerieren, weil ich kann jetzt zum Beispiel mit ihm ganz entspannt chargen. Und mit Charge verteidigt man auch. Das ist ja das, was wir hier schon erfahren haben. Jetzt habe ich wieder voll Fuel. Und zum Glück kostet es auch nicht so viel, das abzugraden. Also das ist immer ein etwas. Aber trotzdem, wir müssen aufpassen, wir haben jetzt mehr als die Hälfte unseres Vermögens ausgegeben. Oh, und Haken, wir haben eine neue Fähigkeit gelernt. Geil, Mann. Bringt uns jetzt aktuell nicht allzu viel, solange wir hier im Mecker rumspielen. Aber trotzdem ganz nett. Da kommen wir her. Das ist eine verwirrende Höhle, liebe Leute, Mann. Besonders, weil er halt immer so schwarz ist, Mann. Anstatt, dass sie einfach irgendeine Tür machen, dass man weiß, wo es lang geht. Ist echt kryptisch. So, und ich bin sicher, da können wir dann schön runterfallen immer. Yeah! Yeah! Das ist so klar, dass das laufen wird. Also. Viereck. Viereck. Ich bin nur gespannt, ob wir jetzt mal dann einen Boss haben, bei dem es dann anders laufen wird, dass wir nur draufhauen. Das wäre jetzt mal dann die interessante Frage. So, Viereck. Du chargst jetzt mal, dass wir schön konstant oben bleiben. Dann schauen wir mal, Viereck und Dreieck, ob das langt. Nee, kann schon bleiben. Nee, hat nicht gelangt, schade. Egal, dann gibt es ein Chain Whip ab. Trotzdem, irgendwas mache ich immer falsch, Mann. Meine Kameraden haben immer mehr Leben als wir. Das ist echt so doof, Mann. Faye, du bist einfach zu schwach, Mann. Er hat das höchste Level und er ist das immer am schwächsten. Warte mal, Gear? Muss ich hier nochmal blöd reinschauen? Abilities, klar. Und Equip. So, genau. Extra Gear. Plus 1. Du hast jetzt 4 Stück. Wieso habe ich da nicht so viel gekauft? Ja, lass mal das aber so. Der Old Circuit, der ist gut, Mann. Den lass mal. So, und hier kann ich jetzt X-Ray Air plus 1 machen. Es wäre so, wenn wir auch mit den anderen mal mit Faye eine Waffe finden würden. Ich verstehe das echt nicht. Wir finden weder mit Faye, in normalen Faye haben wir bis jetzt eine normale Waffe gefunden, ne? So, das changed. Okay, sehr gut. Also, für den normalen Faye haben wir weder eine Waffe gefunden, noch für unseren Mecker. Das ist echt irgendwie doof. Meine Ausrüstung so, ey. Also, es ist bis jetzt noch sehr spärlich. Ich meine, wir sind ja noch am Anfang. Ich meine, das Spiel dauert ja 100 Stunden. Das war ja der Grund, wieso ich mir das ein bisschen Zeit gelassen habe, bis ich das Spiel habe. Weil ich habe es ja schon seit 2016 oder so gekauft. Habe ich mir mit Chrono Cross gekauft. Chrono Cross muss ich auch noch unbedingt spielen. Aber 80 Stunden ist halt schon Hausmarke. Besonders, und ich wollte es halt unbedingt Let's Playen. Also, okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, damit man nicht runterfallen, weil ich wusste, dass man hier hochgeht. Zack. Und ich denke mal, hier muss es jetzt irgendwo weitergehen. Die große Halle, wo man die Wasserfälle sieht. Und der Weg. Ja, es wird schon hier sein. Außer es wird ganz am Anfang sein, aber da habe ich nichts gesehen.
Was bist denn du für ein ekliges Viech? Mayfly. Oh nein. Alter! Wäh! Ist das ein Boss? Wir werden es dann. Okay, das ist nicht gut. Zack! Und es überlebt es auch noch. Geil. Du siehst ganz und gar nicht schön aus. Das ist unklar, Mann. Das ist unklar, Mann, dass ich ihn angreife, Mann. Es ist Bossfight oder was, Mann? Der darf auch noch so schön schnell angreifen. Ja, jetzt macht er wieder nicht. Der sieht aus wie ein Roboter, der von einer Fliege übernommen wurde. Repo! Das ist langsam, oder? Boah, wow, ich dachte, das lebt jetzt noch, Mann. Wäre ja schon echt Bossfight gewesen. So, 1000 Erfahrung? 700. Okay, besser ist gar nichts. Ich bin mir sicher, wir laufen hier schon falsch. Weil wir müssen ja irgendwo noch den einen Sensor aktivieren. Aber ich habe keine Ahnung, wo der sonst sein soll. La 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 la. Die müssen es auch extra so lang machen, sodass ich noch 20 random Encounters hier bekomme auf dem Weg. Und dann den ganzen Weg wieder zurück laden kann. Geil, Standardgegner. Traum. Das ist echt richtig schön. Aber das ist so doof, mit ihm haben wir auch keine andere Kombi bis jetzt gelernt. Ja, komm. So klar, sie gehen immer. Jeder Drecksgegner geht nur auf Fame. Es gibt keinen Gegner, der mal auf einen anderen geht, außer die einen Schaden machen. Kann ich ja gleich schön mit dem Benzin aushauen, wenn dann noch mehr von denen kommen. Das sieht eklig aus! Hm. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Leben. Wir hatten ja davor noch 1200 Leben oder so. Tut uns ja schon gut, das Leben, was wir dazu bekommen haben. Gut, ich glaube, ich brauche kein Kombo mehr. Warte mal. Nee, warte. Charge. Und du kannst jetzt hier. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Auch wenn es wieder 40 kostet. Aber das hat lang. Okay. Das sind fiese Gegner, Mann. Aber gute Erfahrung gibt es hier. Also wir könnten ja, wenn wir echt aktiv leveln würden, so auf Level 18, 20, irgendwas sowas kommen. Ich bin trotzdem sicher, wir sind hier falsch. Wir sind auf 1 Milliarden % falsch. Ja, komm, Mann! Ich fliehe aus dem nächsten Kampf. Wie lange dauert denn das, Mann? Ich check's nicht mal. Okay, warte. Ich bin jetzt wieder. Ich bin zurückgelatscht. Ich bin nicht zurückgelatscht. Bin ich zurückgelatscht? Ich dachte, es war eine Sekunde echt. Ich bin den ganzen Weg wieder zurückgelatscht. Das ist so nice gewesen, Mann. So, okay, nur Schaden. So, kürze ich das. Zack. Am liebsten echt sind mir die Gegner. Die Kampfgruppen, wo man gegen die. Wo man gegen die den Mecker kämpft und dann die vier Standardtypen. Weil das ist schön easy. Da muss man einfach nur den Großen bezwingen und danach kann man schön Benzin regenerieren. Ich meine, das kostet jetzt zum Glück nicht so viel Geld, dass ich jetzt echt Probleme habe. Oh, du Lutscher. Ne? Ich charge es. Das hast du jetzt selber zuzuschreiben. Null Schaden? Sehr schön. Nochmal chargen. Und bam, was. So, jetzt haben wir Attack Level 2 hier. Okay. Also theoretisch hätten wir jetzt wahrscheinlich irgendein fettes Kombo machen können. Aber ich weiß auch nicht, ob die Kombos mit unseren Max, mit denen, die wir normal sind, gleich sind. Wie gesagt, guter Ort zum Farmen. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich herkomme. Nee, ich komme. Da muss ich hin. Ah, doch, wir waren richtig. Sehr gut. Great Hall Sound Sensor. Disjanged. Okay.
Ich weiß halt nur nicht, wo wir sind. Ah, nee, das ist die Area, wo wir ganz am Anfang waren, oder? Ja, genau. Da sind wir dann weitergegangen und dann kommen wir da hin. Es wäre wahrscheinlich auch der schnellere Weg, um ehrlich zu sein, wieder zurück, aber ich gehe jetzt einfach mal dahinter. So, jetzt haben wir das deaktiviert. Und jetzt ist nur die Frage, muss ich jetzt wieder zu dir zurück oder du willst einfach weitermachen? Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier zu dem werten Herrn nochmal zurück. Dann werden wir schon sagen, was ich als nächstes tun soll. Ich vertraue dir, Chef. Ich vertraue nur nicht euch Gegner, Mann. Euch kann man nicht vertrauen, ihr seid gemein. Wir müssen jetzt mal schauen. Okay. Was wir Geld bekommen. Weil da können wir dann eigentlich mal abschätzen, was, wie es sich lohnt, hier zu farmen. So, was bekommen wir denn hier? Sehe ich das? Halte ich überhaupt Geld durch Kämpfe? Ich weiß es nicht. So, nee, hier. Schön. Gold gained. Null. Aber ich muss, vielleicht habe ich zu schnell geklickt, weil ich habe ja schon wieder 4, 5 und ich hatte davor irgendwas nur 1000. Schau, es würde mich eigentlich sehr mehr interessieren, wenn ich jetzt eigentlich ohne meine Mechas hier kämpfen würde. Aber ich bin mir auch sicher, das wird jetzt also nicht das Standard-Gameplay sein. Wir werden dann schon wieder normal kämpfen müssen. Ich finde es auch ehrlich gesagt schöner, in unserer normalen Form zu kämpfen, weil, ja, man hatte mehr Kombos und so. Und die Mechas fühlen sich sehr cool an, aber das ist doof. Also es ist ehrlich gesagt nur cool, wenn man, denke ich mal, gegen andere Mechas kämpft. Weil diese großen Kreaturen, die sind jetzt nicht so spektakulär. Außer dieser Mana, dieser Fliegen... Mana, was auch immer, Roboter. Der ist fies, Mann. Aber ansonsten, die anderen sind jetzt nicht so spektakulär. Aber ich denke, meine Boss könnte dann noch ziemlich cool werden dann. Also, dann... gehen wir erstmal ganz entspannt wieder in den Random Encounter. So, hier können wir uns jetzt zum Beispiel... könnten wir uns jetzt wirklich voll chargen, theoretisch wieder. Weil, wie gesagt, man muss nur den Großen mitzwingen. Und danach kann man einfach sich dann heilen. Aber ich bin jetzt gespannt, wie das laufen wird mit unseren Teamkameraden. Weil wir hatten inzwischen schon 3 unterschiedliche Teamkameraden. Und... ja. irgendwie wechseln die alle 2 Minuten. Der hat mir gerade versucht, einen Schritt zu greifen. Und hat er sich gerade echt wieder selbst kaputt gemacht. Sehr nice. Ach, er lebt noch. Entschuldigung. Ich habe deine Bedrohungsstufe definitiv zu weit nach unten gestellt. Bis mindestens Bedrohungsstufe Defcon, keine Ahnung. Defcon 5. So, zack. Das ist so unfair, Mann. Aber da kommt einfach der Mecker, der einfach 10 Meter groß ist, und dann ist dieser Typ. Ich habe meine Knarre. Zack, und da denkt er erst, so, der super coole Mann, so ein Schuss, bam. Direkt ins Cockpit und Pilot weg. So, jetzt muss ich mal schauen. Also, ein Druck. 510. Okay, und extra Armor. Ich werde jetzt auch mal nicht verkaufen, weil ich denke mal, unsere anderen Kameraden, also das Hirn und so, werden auch irgendwo wieder unsere Party beitreten. Und dann werden sie auch höchstwahrscheinlich... da kann ich ja gar nicht runterfallen, schade. Dann werden sie auch mit ziemlicher Sicherheit auch irgendwann mal einen Mech bekommen, auch wenn er nicht so cool heißt wie Weltall. Das ist übrigens 1-1 wieder wie Neon das Evangelium, wo auch alles deutsche Namen hatten. Wie gesagt, Japaner haben ja sehr große Liebe fürs Deutsche, weshalb sehr viele also Begrifflichkeiten auch hier deutsch sind. Also, und das sieht man natürlich auch in Animes, also best Beispiel ist natürlich immer Attack on Titan, Mikasa Ackermann, Eren Jäger. Könnte man fast munkeln, dass es etwas damit zu tun hat. Aber ist ja ganz schön. Oh. Oh. Ist schon wieder umgefallen. Ja, ist ja cool, Mann. Ich hau kleine Menschen zusammen. Das macht Spaß. Sind die ganzen Banditen, Mann, die wir in der Stadt getroffen haben, die alle so gemein sind. Weg da. Trotzdem, ich hoffe, es gibt irgendwann mal nochmal Item oder Upgrade, dass man sieht, wie viel Leben die Gegner hat. Das wäre so ultra praktisch. Oder Analyse oder irgendwie so ein Zauber, was auch immer. Weil ganz ernsthaft, Mann, das ist so furchtbar, dass ich nie weiß, wie viel Leben die Gegner haben. Weil ich kann ja gar nicht planen im Endeffekt. Ich meine, ein kleiner Schlag macht die platt, das weiß ich, aber ich weiß halt nicht, wie viel ich wirklich brauche, um die zu bezwingen. Wir sind inzwischen übrigens Level 17, was doch eigentlich ganz cool ist.
Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wir haben es erstmal wieder zurückgeschafft. Ich rede jetzt noch erstmal mit dem Typen. Ich glaube, also ich denke, die Sandbarriere müsste jetzt weg sein, wo sie auch immer ist. Ich habe sie ja nie gesehen. Wir machen jetzt aber erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Vielleicht level ich noch ein bisschen. Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.